So, und damit begrüße ich euch zu einer kleinen Mod-Vorstellung. Heute stelle ich euch mal das Fan-Mähdrescher-Pack von Giant Software vor, das es auf der offiziellen Homepage zu downloaden gibt. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Und ich würde vorschlagen, wir beginnen mal mit dem Fendt 6275L. Das ist von den beiden der hier der etwas kleinere. Gucken wir uns ihn doch mal ein bisschen genauer in den Details an. So, der gute Fendt 6275L hat insgesamt 276 PS, Tankvermögen von 620 Liter, eine Maximalgeschwindigkeit von 20 km/h und ein Füllvermögen von 8600 Litern. So, er hat ein Schneidwerk von insgesamt 7,6 Metern, was man auf jeden Fall für die mittlere Klasse gut gebrauchen kann. Vom Innendesign ist dieser Fendt sehr schön designt. Man sieht detailreich, wie es hier in diesem Cockpit aussieht. Aber was mich jetzt mehr interessiert ist, wie ist er denn im Praxistest? So, dann schauen wir uns diesen guten kleinen Fendt mal ein bisschen im Praxistest an. So, gucken wir uns den mal an. Wir müssen noch ein bisschen ausfahren, genau. Jetzt können wir das Schneidwerk anschalten und machen hier mal dieses Anfangsfeld damit mal weg. So, er hat eine insgesamte Geschwindigkeit von 9 km/h, wenn er im Arbeitsmodus ist. Und die Arbeitsbreite würde ich als genügend für den Anfang oder für den mittleren Standard. Dieser Mähdrescher ist perfekt geeignet für einen Bauernhof mittlerer Größe. So, und nun würde ich sagen, schauen wir uns mal den anderen Drescher an, wie der sich so im Test und insgesamt schlägt. So, nun schauen wir uns den Fendt 9490X an und vergleichen diesen einmal mit dem Fendt 6275L. Aber gehen wir zuerst einmal auf die technischen Details ein. Dieser Fendt 9490X besitzt eine PS-Anzahl von 496, hat ein Tankvolumen von 1000 Liter, hat eine Maximalgeschwindigkeit von 30 km/h und hat ein Füllvermögen von 12.500 Litern. Gucken wir weiter zum Schneidwerk. Das Schneidwerk hat insgesamt eine Spannbreite von 10,7 Meter, was für etwas größere Bauernhöfe optimal geeignet ist und mit denen man schon etwas schneller übers Feld kommt. Aber nun schauen wir uns das Optische genauer an. So, nun sitzen wir hier im Cockpit des Fendt 9490X und gucken uns es wieder genauer an. Hier wieder ein Sitz für einen Beifahrer, den man im Landwirtschaftssimulator nicht nutzen kann. Und ein sehr detailreiches Cockpit, wie der davor auch, der Fendt 6275L. Womit man auf jeden Fall sich wohlfühlen kann. Aber nun geht es weiter zum Praxistest. So, nun geht es an den Praxistest dieses schönen Fendts, Mähdreschers, und wir gucken ihn doch mal genauer an. So, wir senken das Schneidwerk, schalten das Schneidwerk an und fahren los. Hier auf diesem Feld merkt man sehr schnell, dass die 10,7 Meter Schneidwerksbreite auf jeden Fall eine ordentliche Breite ist, die für große Bauernhöfe optimal genutzt werden können und für etwas größere Felder auch. Mit diesem Mähdrescher können Sie auf jeden Fall große Felder bewirtschaften. Und vom Aufbau her macht dieser bestimmt auch sehr viel Spaß. Mir gefällt dieser Mähdrescher sehr, sehr gut, deswegen ist dieser Mod von meiner Seite her sehr empfehlenswert.
Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer weiteren Mod-Vorstellung. Wir sehen uns. Tschüss. Ciao, ciao.